Ich habe wieder mal eine Sache gelernt, beziehungsweise ich wurde erinnert an eine Sache, die dir auch bestimmt schon mal aufgefallen ist. Manche Leute mögen mich, manche nicht. Manche Leute mögen dich, manche nicht. Das ist das Leben. Es gibt viele Gründe, warum wir irgendwie vielleicht von allen Menschen gemocht werden wollen. Ja, es ist auch vielleicht sehr, sehr tief verwurzelt, ne? Der Wunsch nach Liebe aller Menschen, aber das funktioniert nicht. Weißt du, wenn wir versuchen, irgendwie allen Menschen gerecht werden zu wollen, dann werden wir uns nicht gerecht. Und die große Frage ist ja, und das habe ich dieses Jahr extrem gemerkt, auf wen konzentrierst du dich? Ja, stell dir vor, da ist ein Mensch, der mag dich nicht. Und stell dir vor, da ist ein Mensch, der mag dich. Auf wen konzentrierst du dich? Ganz häufig konzentrieren wir uns, und ich glaube, du stimmst mir dazu, auf den Menschen, der uns nicht mag. Und dann versuchen wir, den zu überzeugen, dass er uns mag. Und das kostet extrem viel Energie, das kostet extrem viel Kraft. Das macht auch keinen Sinn. Ja, stell dir vor, du hast irgendwie eine gewisse Energie in dir, ja, jeden Tag. Wofür setzt du die ein? Jemanden zu überzeugen, der dich nicht mag, dich endlich zu mögen, oder für jemanden, der dich ohnehin mag und dem irgendwas Gutes tun? Ja, irgendwas tun für den, da sein, mit Worten, mit Taten. Du merkst wieder, rhetorische Frage. Lass uns die Energie nutzen für die Menschen, die uns mögen, und lass uns akzeptieren, ganz, ganz wichtig, akzeptieren, dass Menschen uns eben mögen, manche Menschen mögen uns nicht, anderen Menschen sind wir komplett egal. Das ist das Leben. Je schneller wir das akzeptieren, umso schneller wir unsere Energie für die Menschen nutzen, die uns mögen, die uns gut tun, umso besser. Sofort werden wir uns besser fühlen. Lass ausprobieren.